machen eine Umfrage zum Thema Klimawandel, weil wir uns wundern, dass der November so wahnsinnig warm ist. Ja, ich finde es auch gerade voll warm. Perfekt. Finden Sie das cool? Ja. Aber könnte es nicht sein, dass es was mit dem Klimawandel zu tun hat? Muss nicht zwangsläufig sein. Also davor haben Sie keine Angst, da machen Sie sich keine Sorgen? Nein. Ich habe eigentlich schon Sorgen, weil ich bin eigentlich aus Österreich. Und in Graz haben Sie jetzt auch gesagt, dass so lang hintereinander noch nie so eine Trockenzeit war. Und es ist höchste Zeit, dass irgendwas unternommen wird. Also gerade finde ich es natürlich ganz gut, dass es so schön warm ist, aber also man kann halt, ich denke, man kann halt immer nicht von einem Tag auf das Gesamte schließen. So. Deswegen ist es normal, dass es Schwankungen gibt, denke ich. Glauben Sie, dass es etwas mit dem Klimawandel zu tun hat? Es ist keine Glaubensfrage. Also das würde ich die Wissenschaftler fragen. Aber wie sehen Sie das persönlich? Es ist keine persönliche Frage, es ist eine wissenschaftliche Frage. Es ist der wärmste November seit Beginn der Wetteraufzeichnung, sagt man. Wundert euch das ein bisschen? Habe ich neulich in den Nachrichten irgendwo gehört gehabt. Ja. Macht ihr das Sorgen? Ja, also wir sind ja noch Kinder und wenn das jetzt immer so weitergeht, nicht, dass dann irgendwann wir nicht mehr leben können und so, wenn es jetzt immer wärmer wird und so. Und glaubst du, man sollte etwas dagegen tun, auch als Einzelperson? Ja, bloß ich denke, wir sind auch schon viel zu weit, um dass noch viel verändert werden kann. Hallo, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich renne auch mit. Was sagen Sie denn zum Klimawandel? Ja, das ist beschissen. Haben Sie Angst, dass es etwas mit dem Klimawandel zu tun hat? Nee. Ich mache mir darüber eigentlich gar nicht so große Gedanken, ehrlich gesagt. Und also, schützt du selber die Umwelt? Tust du etwas für unsere Umwelt? Nee, ich denke nicht wirklich, nee. Ich halte es mehr mit dieser alten Theorie, dass sich das Erdklima ohnehin alle so und so viele Millionen Jahre wandelt. Und ich denke, also es wird sicherlich auch ein Teil bedingt sein durch, Abschmelzen der Pole und durch die ganze Umweltverschmutzung. Aber ich denke, dass es einfach ein normaler Prozess ist, wenn man bedenkt, Eiszeit gab es auch und nach der Erdentstehung war auch ein ganz anderes Klima. Also ich denke, es wandelt sich halt ohnehin. Es hätte sich ohnehin gewandelt, unabhängig von der Umweltverschmutzung. Vielleicht nicht so extrem und nicht in diesem Maße, aber also... Ja, Sorge macht es mir eher, dass durch diese große Umweltverschmutzung die Lebewesen auf der Erde auch leiden. Aber ich denke mal, dieser große Klimawandel, das ist sicherlich naturbedingt. Okay, also da hat der Mensch gar nicht so viel Einfluss drauf und ist so ein bisschen Angstmache. Ja, ich denke schon, nicht so viel, wie viele das vielleicht jetzt darstellen, viele Politiker oder auch viele Wissenschaftler. Alles klar, dann herzlichen Dank dafür. Momentan findet ja der Klimagipfel in Durban statt. Glauben Sie, die finden eine Einigung? Ich hoffe es. Glauben Sie auch daran? Man muss daran glauben, damit, wenn wir kleinen Bürger müssen daran glauben, damit die Politiker auch was machen können. Da wollen Sie halt wieder mal was erreichen in Bezug auf die CO2-Emissionen. Glauben Sie daran, dass die da wirklich was erreichen können? Nein. Warum nicht? ich glaube, da sind halt einfach, das Klima ist nicht, sag ich mal, das, worum es gehen wird. So. Es geht halt eher darum, wie kann man dieses Problem in die bestehenden Verhältnisse integrieren, also gerade die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und solange halt dafür Kompromisse gemacht werden, die garantiert gemacht werden, habe ich da nicht viel Hoffnung. Alles klar, herzlichen Dank. Schönen Tag. Gerne. Wer seid ihr? Das ist von Du hast die Macht.